Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich hatte eine kurze Pause, habe eine Kleinigkeit gegessen seit der letzten Folge, die ich aufgenommen habe. Die Schlange fand ich cool, das hat Spaß gemacht, den Weg da zu finden und da durchzulaufen. Ich hätte sie gerne irgendwie gekillt, das hat nicht so ganz funktioniert. Und ich wurde, mehr oder weniger habe ich mich selber überzeugt und wurde ein wenig überzeugt, jetzt hier noch eine Runde zu probieren. Noch ein bisschen weiterzumachen. Ich bin guter Dinge. Gehen wir rein. Hier, im Chat wird gerade gesagt, Training, Training, Training. Ja. Ich habe ja mittlerweile, kann ich ja auch ein bisschen mehr heilen, was auch schon sehr geschickt ist. Ein Rauchzeichen vom großen Burgtor. Der Dämon. Okay. Oh, da kommt ein Dicker. Ah, ich glaube, ich sollte hier ein bisschen... Genau, das ist ja noch so ein Ding, das einfach anders, einfach ein bisschen anders spielen. So, mehr wie Assassin's Creed spielen und weniger wie Dark Souls. Ah, okay. Du hast nichts gesehen. Es ist rein gar nichts passiert. Kommt der hier alleine her? Das ist natürlich eigentlich gar nicht schlecht. Na, jetzt geht er wieder weg. Verdammt. Na, ich glaube, ich sollte aber sowieso erst die beiden da in der Mitte abziehen, bevor ich mich an den Großen mache. Geht hier noch irgendwo was? Das sind Leichen. Wer blärt hier eigentlich? Und warum sind da so rote Dinger? Wer weint? Weint der? Könnte sein. Ach, ich vermute mal, dass ich den nicht mit so einem Angriff von oben killen kann, oder? Also, die beiden. Das ist wirklich der Dicke, der da so blärt. Super. Nice. So, und was ist das hier? Hallo? Komm schon. Hä? Warum? Was ist das denn jetzt? Warum darf ich das nicht? Er lässt mich nicht.
darf nicht da hochklettern. Hä? Ach, ist das doof. Ich will mir das... Naja, egal, dann gehe ich halt außen rum. Geht hier noch irgendwas? Nope. Glaube ich nicht. Mein armes Pferd. Das Schießpulver hat ihn erschreckt und jetzt ist er tot? Okay. Gut. So, was ist das hier? Eine Erinnerung? Des Innenministeriums. Auf die Macht meines Blutes aus. Wie viel Macht ihr auch erhaltet, ihr werdet als Monster enden, unfähig, Schmerz oder Furcht zu empfinden. Ich möchte keine Menschenleben beeinträchtigen. Seht euch diese Leichenhaufen an. Ashina kann nicht mal mit normalen Mitteln besiegt werden, nicht mehr. Unschlüssig, was ich tun sollte, okay? Das ist mein ehemaliger Meister, kann das sein? Oder das ist mein Meister und ich, oder bin ich das? Nee, das ist der Meister, der jetzt tot ist, ne? Ach, das ist der Dude, der meinen Arm weggeschlachtet hat. Okay. So. Hier ist nichts los. Das sieht nach Boss aus, denke ich. Gut, die ganzen Gegner hier, an denen kann ich relativ easy vorbei. Da ist noch was. Das sollte ich mir vielleicht angucken. Hier kann ich mich hinhängen. Seltsam. Kügelchen, sehr gut. Ah, von dieser Seite nicht zu öffnen. Sollte ich dann vielleicht probieren. Ach, guck mal. Uff. Wait, what? Nee, falsch. Falsche Taste. Mist. Oh.
Noch nicht ganz verstanden, was hier zu tun ist. Ah, ich habe den Luftangriff noch nicht gelernt, ne? Dafür könnte der Luftangriff auch gut sein in dem Fall. Scheiße. Mist. Nein, nein. Fuck. Ärgerlich. Aber lief schon ganz gut. Lief schon ganz gut. Aber der erste Versuch ist immer der beste. Wir wissen es. In jedem dieser Spiele ist der erste Versuch immer der beste Versuch. Ah, du hast ein Gewehr. Ah, lass mal. Jetzt habe ich halt auch keine Kügelchen mehr, ne? Okay, da kann ich ihn einfach hauen, wenn er das macht. Warte, hier gibt's eine englische Synchro? Warum habe ich das auf Japanisch? Nee, das Spiel hat gesagt, das Spiel ist standardmäßig auf Japanisch. Und dann dachte ich so, ja, okay. Ja, okay. Oh, oh, alles klar. Ah, okay. Mist. Mist, Mist. Ich versuche, glaube ich, schon wieder zu viel perfekt zu blocken. Ich glaube, ich muss das ein bisschen... Die Englische ist gut. Klar gibt's Deutsch. Aber für YouTube wäre vielleicht Deutsch besser? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Neustart, ja. Aber das mache ich jetzt nicht. Ah, guck mal, hier kann ich auch... Oh, na, ah, oh, das tat nicht mal weh. Okay, cool.
Oh, das ist ein super Boss-Run hier. Das ist in Ordnung. Seltsamer Treffer, der mir keinen Schaden gemacht hat. Da war ich zu gierig. Zu gierig. Okay, warum auch immer ich da einmal den Fokus verliere. Mist. Aua, Oh, da wäre ein B. Oh, what the fuck? Holy shit. Was ist passiert? Leider keine Kügelchen mehr. Ah, Mist, nein! Ich habe nicht genau gesehen, was passiert. Schade. Ah, das war knapp. Hi. Keine Ahnung. Mist. Ja, die perfekten Blocks, die bestrafen mich immer so hart, wenn ich perfekt versuche zu blocken. Das ist so krass. Ich werde so krass bestraft, weil ich versuche perfekt zu blocken. Das ist so übel.
Aber es liegt vielleicht auch, es ist vielleicht auch eine Timing-Sache, die ich von Elden Ring und Dark Souls gewohnt bin, weil das Fenster für die Paraden in Dark Souls einfach so klein ist, dass ich es hier zu eng machen will. Also zu. Englisch stellen? Sollen wir das einmal machen? Ja, dann stellen wir auf Englisch. Hey, steh auf! Hoppla! Aua! Aua! Nee, okay. Nee, okay, überlebt. Okay. Gut, weil mir das hier vorgeschlagen wird, gehen wir mal auf die englische Synchro. Ich vermute, dass ich dafür tatsächlich einmal ins Hauptmenü muss. Und dann schauen wir mal, ob wir dort umstellen können. Mir hat das Spiel am Anfang gesagt, das ist Standard in japanischer Sprache. So, okay. Gut. Bonobo, kann es sein, dass du einmal ein Follow dagelassen hast und das war außerhalb meiner Streamzeit, oder? Habe ich noch gar nicht Dankeschön gesagt. Vielen Dank. Hier geht's auch nicht. Da auch nicht. Wo ist die? Ich weiß nicht. Wo stelle ich das Spiel auf? Ah, hier Sprache. Wow. Text. Englisch. Continue. Dialog. Echt, habe ich auf Text geklickt? Ja, es ist ja die ganze. Ja, okay, Entschuldigung. Ah, wow. Ich bin vielleicht ein bisschen Ich bin dumm. vielleicht ein kleines bisschen dumm. Genau. Oh Mann. Also, die lassen wir auf Deutsch. So. Fortfahren. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Geil. Okay, das ist schon geil, ey.
Oh, wie er rumbrüllt, ey. Wie er rumbrüllt. Es dauert halt länger, wenn ich den Balken so hoch habe. Das ist eine Sache, da muss ich mich echt hart dran gewöhnen. Deswegen treffe ich den vielleicht auch manchmal nicht, den perfekten Block, und... dass mich das irgendwie ein bisschen rausbringt manchmal. Mist. Mist. The Castle Gate. Hey, also, das ist schon echt krass, ne? Das Spiel quält einen in den ersten Stunden mit so ziemlich dem schlimmsten Zeug, was man sich vorstellen kann. Ey, ach, Alter. Das Spiel quält einen in den ersten Stunden mit dem schlimmsten Zeug, was man sich vorstellen kann. So miese Hitboxen, ein Zwischengegner, der einfach einen Haufen Ads hat, ein Zwischengegner, den man kaum besiegen kann, wenn man nicht die richtige Fähigkeit dafür hat. Lauter solche Sachen. Und eigentlich ist es halt doch schon echt geil. Auch das hier, ne? Das ist... Warum müssen die einem den Einstieg so schwer machen in dieses Spiel? Das ist doch Absicht. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du 5 Gegner an Anfang packst, die Kacke sind. Bei so einem Spiel. Dudes mit unzerstörbaren Schilden, wo du auch eine Fähigkeit brauchst, genau, um die zu killen. Das ganze Zeug, wo einem das Spiel auch nicht so richtig sagt... Pass mal auf. Oh, oh, nee, B, B, B. Ach, Kacke. Da kann ich, glaube ich, B drücken, oder? Da kann ich B als... Ah, da kommen 2. Naja. Das, also, ja, ich meine, da war ich auch einfach ein bisschen dumm, muss man wirklich sagen. Das mit den Schilden war schon... da war ich auch einfach ein bisschen dumm. Muss man ganz ehrlich sagen, das geht voll auf meine Kappe, die Nummer.
über die ich mich da aufgeregt habe. So manche Dinge. Auch das mit dem, dass man bei manchen Angriffen drüber springen kann, dass ich einfach gnadenlos überlesen habe. Aber ihr habt es ja vorhin mitgekriegt. Und die Leute auf YouTube in der vorigen Folge... Ach so, den kann ich ja angreifen. Als dieser Beschreibungstext gekommen ist, der einfach nicht klar war, was sie einem sagen wollen. Das war seltsam. Ach, wow. You're still standing. I'll strike you as many times as it takes. Wow, okay. Ich weiß nicht, ein schwerer Angriff oder ein gedrückt gehaltener Angriff ist der... Okay. Ach, dass er da manchmal aus dem Fokus rausgeht. Scheiße. Ah. Komm her, du. Ich will nicht, dass deine Leiste runtergeht. Danke. Ja, leider nicht gefüllt, ne? Uff. Ey! Scheiße. Ah, das... Okay, selten... Nee, das hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Ja, das mit den unzerstörbaren Schilden. Ich finde diese Axt... Der sagt mir, damit kann ich... Holz kaputt machen oder Sachen kaputt machen, wenn ich die benutze. Da steht dran, das ist ein Upgrade. Ich laufe 50 Meter weiter, sehe die Typen mit den Schilden und komme nicht auf die Idee, dass diese Axt dafür gedacht sein könnte, ne? Da war ich tatsächlich einfach ein bisschen dumm. Ich bin immer versucht, ihm zuzuhören, bevor ich ihn hau. Aber ich kann ihm ja schon 4 Hits geben, bevor da überhaupt irgendwas passiert. Ah, so seltsam. Hätte er nur Schilde gesagt, ja, das hätte schon geholfen, bestimmt.
Hallo? Hallo? Nein? Ah, verdammte Axt! Mist. You're still standing. I'll strike you as many times as it takes. Na bitte. You will not take this Kyobu's head. Boy, allow me to show you the wrath of a man who stood with the Ashina when they took this country. Ups. What the fuck? Das ist gut. Ach, ich bin doch ein Depp. Nein. Ah, oh, so knapp. Das war ja noch knapper, ey. Ja, Ah, ja, Mann, Bonobo, das... Scheiße, ey. Ah, ärgerlich. Super ärgerlich gerade. My name is Kyobu Masataka! Move in haste and die, Brad! Kann ich sogar fünfmal treffen, vielleicht sogar ein sechstes Mal. Okay. Oh. Das ging schnell. Da verstehe ich in manchen Momenten nicht, warum ich da jetzt so viel getroffen wurde. Oh, oh, ich weiß nicht. Ach, fuck. Nee. Komm. Ach komm, ich hatte das Schwert oben. Scheiße.
bisschen. Das ist das schon wieder. Schon wieder. Nochmal das Gleiche, ey. Ach, Kacke. Oh Mann, ey. Ach. Verdammte Axt, ey. Das gibt's nicht. Genau gleich. Ich habe auch langsam so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass ich viel früher... ...dass ich viel früher das Schwert hochnehmen kann. Ich muss nicht auf den perfekten Block drücken, so. Es reicht schon auch ein schlechterer Block. Wenn ich das Timing nicht ganz kann, ist alles halb so wild. Aber für mich war anfangs, war es halt absolut so... Perfekter Block ist Pflicht. Aber nee. Muss nicht sein. Muss überhaupt nicht sein. Kumpel. Scheiße, den kriege ich noch nicht, wenn er sich so einmal im ganzen Kreis dreht. Das verwirrt mich immer noch jedes Mal. Das war nicht gut. Kein guter Versuch hier an der Stelle. Ganz und gar nicht. You will not take this Kyobu's hand. Hier wäre ein Luftangriff schon nice. Kommt so ein schneller noch von der Seite, ey. Nein, noch zum wieder zu spät gedrückt, weil mein Balken unten zu voll war, habe ich zu spät gedrückt. Ich, ärgerlich. Den eigenen Balken da noch im Blick haben, auch noch zusätzlich nochmal was, was man sehen muss. Der macht jetzt halt aber auch keine solche komischen Rundum-Attacken. Lol, hier kann ich hoch, wow. So keine Rundum-Sweeps, die ich mit, wo ich drüber hüpfen muss. Wobei, das eine könnte ein Drüberhüpfen sein, aber er macht's halt kaum. Er macht's ganz selten und das ist dann okay. Ach, zwei, drei. Ist schon schwer A zu drücken, ne? Tatsächlich ist das gar nicht so leicht. You will not take
Aber nicht, weil die Taste irgendwie schwer zu finden ist, sondern weil ich es einfach... Ich habe ein halbes Jahr Dark Souls und alle möglichen Souls-Likes gespielt, ne? Und das intensiv. Nichts anderes. Ein halbes Jahr hat mein Kopf gelernt, A drücken brauchst du nicht. A drücken brauchst du in keinem... Brauchst du nicht machen in solchen Spielen, weil... Weil A drücken bringt dir eh nichts. Aua. Ach, Fluch. Na bitte, geht doch. Danke, Leute. Dankeschön. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfes weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Wächter des Aschiner Burgtors. Okay. Das heißt, ich muss mir jetzt im Hinterkopf behalten... Shinobi-Prothese. Im Hinterkopf behalten, dass ich zu einer dieser Statuen gehe und dort in die Erinnerung gehe... Und dann kriege ich irgendwie, werde ich stärker. Ein mechanischer Metalllauf, mit dem der Bildhauer-Prothesenmodul Verbesserungen fertigen kann, sitzt scheinbar perfekt im Handgelenk der Shinobi-Prothese. Ein verstärkter Kern macht Shinobi-Fangzähne noch schärfer. Wait, what? Metalllauf, mit dem der Bildhauer Verbesserungen, okay, mechanischer Lauf. Ist das eine Pistole? Wahrscheinlich. Was kommt denn jetzt schon wieder alles hier? Mann! Besieg gegen du jetzt erneut in deiner Erinnerung an... Okay. Reflexion der Kraft kann über das Figur ausgewählt werden. Du kannst einen starken Gegner besiegen, gegen den du jetzt erneut in deiner Erinnerung antreten kannst. Ich weiß nicht genau, was mir das bringt, aber... Okay... Angriffskraft verbessern wurde im Figur des Bildhauers Menü freigeschaltet. Du kannst dich jetzt im Kampf Erinnerung stellen, um deine Angriffskraft zu steigern. Dadurch fügen deine Angriffe Vitalität und Haltung mehr Schaden zu. Durch die Reflexion kann der Wolf erneut gegen einen zuvor besiegten starken Gegner antreten. Wenn die Reflexion hängt, die Angriffskraft des Wolfs nicht mit seiner Stärke in der realen Welt zusammen. Verwende schnelle Objekte und Geistembleme werden bei der Rückkehr in die Realität ersetzt. Lesen, ja. Und wenn ich jetzt nochmal gegen den kämpfe, was passiert dann? Lol, ich kann den doch jetzt. Oder ist der jetzt stärker? Mein Name ist Kyobu Masataka Oniwa. Move in haste and die. Mir scheint nicht, dass er andere Dinge tut. What the fuck? Okay, der macht viel mehr Schaden jetzt. Holy shit. Oh,
Okay. Okay, man kann nochmal gegen ihn kämpfen. Man kann das tun. Kann man machen. Man kann es aber auch einfach lassen. Und irgendwann anders nochmal machen. So, jetzt ist hier... Ja, da ist ein Boy. Ich will aber erst einmal in die andere Richtung gucken. Da geht's weiter, durchs Tor. Hier kann ich jetzt diese Tür öffnen, warum auch immer. Ey, du bist doch bestimmt einer. Was mit dir? Ich kann nicht mit dir reden? Lol, wieso siehst du... Hustest du zufällig Blut? Darf ich's haben? Nee. Und sofort gegen ihn kämpfen. Du könntest nebenher... Ich meine, tu dir keinen Zwang an, ne? Aber... Care to purchase an offering? An offering? Indeed. I sell items to be offered to the dead, so they might rest in peace. From the looks of you, I'd wager you have a lot of blood on your hands. Go ahead. Buy an offering. Was verkauft er? Drachenblut. Dieses Objekt wird nur selten von den göttlichen Erben des Drachenbluts zurückgelassen. Erhöht die Auferstehungsmacht leicht. Stelle Leben wieder her. Bei jenen, denen es genommen wurde, bietet deine Tropfen mit dem Erholungsamulett in der Hand bei der Figur des Bildhauers da. So werden Opfer der Drachenfäule geheilt. Das fortwährende Husten muss enden. Erholungsamulett in der Hand bei der Figur des Bildhauers da. Also das könnte nützlich sein, tatsächlich. Und ein Kürbissamen, der ist natürlich auch... Roberts! Robert! Aha, okay, der verkauft so... Wherever your travels take you. Wie der da durchlinst, seltsamer Typ. Robert! Da unten war die Schlange. Was ist hier passiert? Wer bist du und was ist hier passiert? Another rat. Nix Ratte. But those eyes. A starving wolf. Before I kill you, tell me your name. Tell me your name! Wow. No name to give. You shinobi are all the same. You die nameless. With no one to mourn you. However, your left arm, a prosthetic shinobi arm, it reminds me of... That's it. A one-armed wolf. I like it. Which means Sekiro. That is what I shall name you. Who are you? I am the Tengu of Ashina. Come, Sekiro. Care to hunt some rats with me? What? Rats have snuck into Ashina, scurrying about like they own the place. There are all kinds of rats out there, and they must be cut down. Every last one of them. It seems you have a talent for killing. Allow me to help you hone that talent. What'll it be, Sekiro? Will you hunt rats with me? Ja, klar. Very well. Excellent. You'll need this if you're with me, Sekiro. Rattenbeschreibung. Eine Beschreibung von Ratten, die sich in Ashina eingeschlichen haben. Sprich nochmal mit Tengu, wenn du dich um die Ratten gekümmert hast. Die Ratten. Attentäter aus dem Senpo-Tempel. Klein, tragen Bambushüte.
Viele Ratten lungern herum, zuletzt nahe dem Ashinar Burgtor gesichtet. What is this? The face of a rat. And where it makes its home. Go and kill it. If you do, I will give you something that will aid you in battle. Okay. Danke. An der Stelle mal. Da steht eine Alte, die Bögen verkauft. Oh, you survived. That accursed Gilbu's finally a corpse, I take it. Finally a corpse. That changes nothing. There'll be more wars, there'll be more corpses, and deep-seated hatred will run wild. Where's all that hatred go? Haven't you ever wondered? Guess not. Guess you haven't. That's why I pity you. And I pitied him. Now then, be gone already. Und fort mit euch, der Krieg wird nie enden, ganz gleich, was die alte Hexe sagt. Deine Pflichten werden sich auch nicht ändern. So ist es nun mal. Hä? Mehr hast du nicht zu sagen? Kann ich nichts bei dir kaufen oder so? Okay, na gut. Ich hätte jetzt gedacht, du verkaufst mir Bögen, weil hier so viele rumstehen. Ach, warte mal, ich kann ja. Das mache ich eben. Das eine kostet 1000 und die anderen irgendwas mit 100 oder so? Wo sind die Geldbeutel? Da. Care to purchase them. 180. Einen hatte er. Wait. Wie viel ist in so einem Geldbeutel drin? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Egal. Gut, ...110 gekauft und 100 sind drin. Das ist allerdings ein Scam, aber das ist halt gesaved, ne? Das ist dann gesavedes Geld. Ich zahle quasi 10 dafür, dass ich das gesaved habe. So im Sinne von, ich verliere es nicht beim Sterben. Eine von einer Erinnerung. Hä? Ist das... Was ist das? Was steht hier? Warum steht hier Erinnerung? Ich glaube, ich sollte mal ganz kurz bei meiner Basis vorbeischauen. Ich glaube, ich sollte da mal ein Hallo sagen. Vor allem, weil ich so eine Träne gefunden habe, kann ich ja wohl einen heilen. Weiß nicht, ob das was bringt, aber der hustet ja hier die ganze Zeit rum, der Boy. Was hast du zu sagen? I'm glad you've come, Master Wolf. I'd like to make ich habe eine Bitte. Was ist los? Show me your face. Lass mich euer Gesicht sehen, okay? Dieses weiße Mal, ist das ein Geburtsmal? Nein. Vielleicht ist es ein Symptom? Seid ihr fertig? Ja, das ist alles. Tut mir leid, das war ziemlich unhöflich von mir. Okay. Seltsam. Hi. Ja, ich habe was Interessantes gefunden. Einen mechanischen Lauf. Das ist ein Mechanismus, der die Probleme in ihrem Kern verbessert. What difference does the barrel make? Kann ich verschiedene Hilfsmaterialien einsetzen, um deinen Fangzahn noch weiter zu verbessern? Hilfsmaterialien? Hilfsmaterialien sind Stoffe, die zusammen mit dem Lauf verwendet werden können, etwa Schießpulver und Schrott. Also wenn du etwas findest, bring es mir. Mechanischen Lauf eingebaut. Verbessern. Wait. Ha. Prothesenmodul, Verbesserungsmenü. Alter, dieser Name. Schlimmer als Wassergeflügeltanz, ey. Prothesenmodul, Verbesserungsmenü, Verbesserungsmaterialien. Alles klar. Zen ausgeben. Was kann ich hier?
Verbesserte Wurfstein, der mit Rotationsenergie gestärkt wird, verbraucht Geistembleme. Okay, das wird halt stärker. Die Stärke der geladenen Axt liegt in ihrem Gewicht, durch das sie Angriffe abwehrt und wenn er einfach ein Holzschild zerstören kann. Das Aufladen des Federmechanismus ermöglicht es, dass trotz des Gewichts der Axt große, schwungvolle Angriffe ausgeübt werden können. Ah, das könnte hilfreich sein. Schießpulvermechanismus verbraucht, fügt Feinden mit Feuerschaden zu und verbraucht die Brennestatus-Anomalie. Und verursacht. Viel mehr kann aufgeladen werden, um eine gewaltige Salve Flammen und heißer Luft zu entfesseln, die Feinde durch die Luft schleudert. What? Okay, das klingt auch geil. Ah, cooles Assassin's Creed haben sie hier gemacht. Neues Modul herstellen. Haben wir ein neues? Nee. Also nee, reden will ich mit dir. Ich hab doch so Gedöns. Komm mal her. What is... Sculptor. Ich brauche dein Mitgefühl nicht. Ich bin nicht normal, weißt du? Ich werde nicht an so etwas wie Drachenfäule sterben. Ach so. Du bist auch so ein unsterblicher Boy. Okay, na gut. Wer kann dann diesen tollen Samen gebrauchen? Braucht ihn jemand? Keiner? Reliktmenü nicht verfügbar. What? Ach so, halt. Das war jetzt okay. Ich meine, ich habe jetzt mehr Leben. Man kann es ja mal probieren, oder? Gucken wir mal, was die Alte jetzt sagt. Den Kampf mit dem Pferd fand ich ja ganz cool. Autsch. Wow. Okay. Ah, nee, hüpfen. Ach, scheiße. Nee, oh, ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt, er wollte nicht. Er wollte nicht ausweichen. Schlachtfeldverwalter. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten. Das Husten und Keuchen einer Person, die dem Tode nahe ist. Die hustende Person hat unzählige Schlachten erlebt und bringt den Toten auf dem Schlachtfeld vor dem Aschiner Burgtor Opfer dar. Wait, what? Der Besitz dieses Objekts reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Der Besitz dieses Objekts? Ich verstehe die... Hustende Person hat unzählige Schlachten erlebt und bringt den Toten auf dem Schlachtfeld vor dem Aschiner Burgfeld Opfer da. Wait.
Ist das der Typ, mit dem ich gerade geredet habe? Der mir diesen Dinger verkauft hat? Bin ich mal gespannt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese göttliche Hilfe bekomme, ist weniger. Okay, von mir aus. Stört mich jetzt aktuell wirklich überhaupt nicht. Hat mir noch nichts gebracht, gefühlt. Und du bist jetzt erkrankt, oder wie? Hustet. Ihr seid auch infiziert? Muss mir was auf dem Schlachtfeld eingefangen haben. So eng in der Brust. Ich muss ein Opfer darbringen. Das kaufen? Blutprobe nehmen. Emma kann dies nutzen, um ein Heilmittel gegen Drachenfäule zu finden. Okay, das heißt, diese ganzen Leute, die ich schon getroffen habe, irgendwer von den Leuten, die ich getroffen habe, müsste... Boah, wo waren die denn? Wo waren denn die anderen Leute, die ich getroffen habe? Die sind ja dann auch krank. Dann kann ich ja auch eine Blutprobe von denen holen. Was weiß ich denn noch, wo die rumsitzen? Hier waren irgendwo welche, oder? Da war doch die Alte mit der Kette. Aber die ist doch nicht krank, das ist ja kein Händler, das macht doch keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wer jetzt da alles diese Krankheit hat. I'm glad you've come. I've obtained one. A blood sample. The coloration is very similar to the sculptor's. The color is just slightly tainted. But what's this? Do you have enough blood? I believe so. Allow me to continue my research into the dragon world. When we speak again, it's likely I'll have made a breakthrough. In fact, okay. Count on it. Wenn wir uns wiedersehen. Okay. Ja, alles klar, passt schon. Eine Runde rasten, oder wie? Na, dann erzähl mal, was für einen Durchbruch du in 30 Sekunden gemacht hast. Gibt es Fortschritte? Ja, ich habe ein paar Antworten gefunden. Die Quelle der Drachenfäule ist der Stillstand in eurem Blut. Dem Blut steht nur eine begrenzte Menge an Macht zur Verfügung. Wenn ihr all seine Macht verbraucht habt und erneut auferstehen wollt... Ups, jetzt... Alle Opfer der Drachenfäule wurden der natürlichen Lebenskraft beraubt, die allen Menschen innewohnt und ihnen das Leben ermöglicht. Und von den by giving back what has been taken. Here you are. Erholungsamulett. Ein von Emma hergestelltes Drachenfäule-Erholungsamulett. Mit diesem Amulett kann man einer Figur des Bildhauers einen Tropfen Drachenblut opfern, um alle Befallenen zu heilen. Enthält Blut eines Drachenfäule-Opfers, das von Emma gereinigt und zu einem Blutstein gehärtet wurde. Mit einem Erholungsamulett kannst du bei einer Figur des Bildhauers Drachenfäule heilen. Drachenfäule-Wiederherstellung kostet einen Tropfen Drachenblut. Heilt Betroffene von Drachenfäule, entfernt alle Fäule-Essenzen und setzt die Wahrscheinlichkeit für göttliche Hilfe auf den Standardwert zurück. Jetzt mal ganz kurz. Das muss ich jetzt tatsächlich einfach mal nachfragen, weil Drachenfäule ist das Einzige, was das macht, diese göttliche Hilfe? Ist das das Ding? Dann kann ich ja erstmal drauf pfeifen. Oder was macht die Drachenfäule sonst? Sterben meine Händler weg, bei denen ich Sachen kaufen kann, oder? Sterben wird keiner. Ja, dann kann ich erstmal drauf pfeifen. Okay, das war mir... Das wollte ich wissen.
Manche handeln nicht mit dir, wenn sie krank sind. Ja, mein Gott, dann sollen sie halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Wer mein Geld nicht möchte, von mir aus. Au. Was steht hier? So ein einzelner Boy rum, der mit einer Muskete hier rumballert, ne? Schweinerei. Was ist das? Black Hat is fighting like a demon by the Serpent Valley side of the castle. Then that's where we're going next. But keep your wits about you. The Black Hat Badger won't go down without a fight. Was? Ist nicht so ganz verstanden, was die hier labern, ehrlich gesagt. Nicht so ganz verstanden, was die labern. Schwarzes Schießpulver. Nice. Was ist das denn? Schweinebacke, ey. Sind das jetzt die Ratten gewesen? Nee, ne? Das waren noch nicht die Ratten. Huch. Ach, Wölfe, Hunde, ja klar. Ja klar. Ey, nicht, lass mich hier raus. Ich kann ja hüpfen, verdammt. Oh, ich vergesse mal, dass ich springen kann. Ey, ach, ey, das ist doch, ich hasse diese Scheißviecher. Mann, ey, ihr müsst aber auch unbedingt zu dritt da jetzt stehen, ne? So wie ich den Rattenfreund verstanden habe, müssten hier doch jetzt hinter diesem Tor diese Dinger sein. Kann ich das irgendwo nachlesen? Ach, dieses ganze Konfekt, ja, muss ich mir auch mal angucken, genau. Im Kämpfen. Wenn ich einen schwierigen Kampf habe, muss ich unbedingt dieses Konfekt anschauen. So. Wo sind die Ratten? Ist da eigentlich einer unten drin? Nee, ne? Kann ich den hier snacken? Oder ist hier irgendwo einer? Nee, passt. Was macht der da eigentlich? Stampft der Butter? Yeah.
100 Pro am Butterstampfen dort und ich habe ihn gestört bei seiner ehrenhaften Arbeit. Der arme Typ, jetzt gibt's keine Butter mehr im Dorf. Jetzt gibt's leider keine Butter mehr im Dorf. Was ist denn das da hinten? Wie komme ich denn da hin? Von da oben? Nee. Huch. Was ist mir denn da zugeflogen? Oh! Lol. Ja, ist okay. Ja, den beiden hätte ich zuhören können, ich hab's gemerkt. Da war ich aber schon am draufhauen, als es mir aufgefallen ist. Irgendeine Information hätten sie sicherlich für mich gehabt. Kann hier oben irgendwo einer sein? Weiß ich nicht. What the fuck? Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Junge, Junge, können wir drüber reden? Hilfe! Nee, aufhören! Bitte nicht mit Feuer! Hör auf! Was ist das hier? Warum bist du so hinter mir her? Hör auf! Ich habe keine Heilung! Brennender Bulle. Warte kurz, nicht anzünden. Nicht anzünden. Oh, nee. Jetzt sterbe ich wegen Brennen. Hallo, roll dich auf den Boden und... Warum ist hier jetzt ein brennender Bulle? Was ist das denn? Ich verstehe es nicht. Vor allem macht er mir trotzdem Schaden. Ich kann den nicht blocken, oder? Hä? Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Oh Mann, und dann steckt er sein Horn in den Boden rein und das Stroh bleibt einfach dran. Was ist das denn für ein Mist, ey? Oh nee, jetzt spawn ich da unten wieder, ne? Oh, Scheiße.
wir spielen hier ja Assassin's Creed. Bei Assassin's Creed kann man auch immer wieder so gut durch Gegner durchlaufen, dann abhauen und alles easy. Klar, geht auf mich los, Jungs. Da ist ja nicht nur ein riesiger Bulle, der um euch rumrennt, ne? Da ist ja nicht ein riesiger Bulle, der um euch rumrennt, den ihr verprügeln könntet. Nee, nee. Also... Oh. Verstehe ich nicht. Was soll das? Was soll das? Ja klar. Ja klar. Kann ich hier irgendwas gegen den tun? Ich würde gerne hier raufhüpfen, wenn es geht. Okay, na gut. Für eine Scheiße. Warum? Vor allem, wo kommt der her? Aus dem Busch. Mein Guter, können wir uns darauf einigen, dass ich dich nicht bekämpfe? Weil das total bescheuert ist? Ich kann doch nichts dafür, dass dir irgendwer Feuer an deine Hörner geklebt hat. Geh mal weg! Kann ich mich hier irgendwo hinhängen? Nee.
Herr Bulle, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich will hier weg. Muss ich den bekämpfen oder komme ich hier irgendwie anders? Ach, natürlich. Was ist das für eine Frage? Natürlich muss ich den bekämpfen. Was für ein Scheiß. Ja, ich kann dir das Feuer nicht wegmachen, wenn du die ganze Zeit auf mich losstürmst, mein Kumpel. Ich würde dir ja gerne helfen. Ich würde dir liebend gerne helfen und das brennende Stroh von deinen Hörnern entfernen. Aber es hilft nicht, wenn du mit so einer Geschwindigkeit auf mich zurennst und mich hauen willst. Es hilft nicht. Geh mal weg. Warte kurz. Chill einen Moment. Und dann kann man den nicht mal blocken. Nicht richtig. Oh, denn das ganze Spiel bringt einem bei, dass man blocken soll. Und bei dem muss man jetzt abhauen. Oder so ähnlich. Also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass es das Spiel sagt. So, hau mal lieber, renn mal lieber davon. Wieso? Ja, ich habe ihn geblockt, klar. Aber pass auf, ich zeig dir, was ich meine. Wo geht's eigentlich hier runter? Sollte ich vielleicht eher von hier kommen? Wie komme ich hier hin? Ach, guck mal. Über die Mauer und dann hier rüber. Eventuell. Das macht's ein bisschen einfacher. Den Weg. Geheimweg. Geheimweg gefunden. Der steht da in diesem Gefängnis drin. Kann ich den auch nicht bekämpfen? Das wäre irgendwie cool. Wenn ich hier jetzt eine Möglichkeit hätte, den Stier zu verschonen. Hier komme ich nirgendwo so hoch, ne? Dass ich da irgendwie außen rum komme. Die Eidechsen. Ihr seid witzig. Schade. Das wäre irgendwie cool, wenn ich jetzt hier eine Möglichkeit hätte, aber nee. Spiel will, dass ich ihn kill. Ja, lol. Jungs, da ist ein riesen Bulle hinter euch. Wenn ich durchgehend gedrückt blocken halte, dann macht er mir so viel Ausdauerschaden. Das ist Wahnsinn. Hier, ich war jetzt schon fast an der Grenze. Jetzt bin ich an der Grenze. Jetzt kann ich nicht mehr. So, jetzt bin ich aus der Haltung raus. Oh Gott. Das macht keinen Spaß. Das ist ein dumme Boss. Das ist saudumm. Und dann werde ich angezündet. Das heißt, jedes Blocken zündet mich auch noch an. Das finde ich total bescheuert jetzt. Also, dann hätten sie wenigstens das Feuer hätten sie weglassen können.
Wenigstens das Feuer hätten sie weglassen können. Ach komm, ey. Der hat mich ja gleich wieder angezündet und bin ich tot. Ja, also. Wow. Der nächste Kackgegner. Der nächste dumme Kackgegner in diesem Spiel. Das glaubst du ja nicht. Wo war das noch, wo ich gesagt habe? Das ist hier, ne? Jeder Hit macht so Schaden, ne? Das ist auch. Ja. Wieso kriege ich einen Schaden? Das war ein perfekter Block. So, ey, wow, okay, und dann zündet er mich an. Ah, ey, die nächste Supermechanik. Geil. Der nächste Gegner, der richtig Spaß macht. Ach, wunderbar. Man kriegt Schaden, egal was man tut. Geil, ey. Ah, was soll denn dieses Spiel, bitte? Oh Mann, ey. Ich hab geblockt und er trifft mich mit seiner Flanke und ich krieg Schaden. Okay, wow. Ach, geil. Hier, warum krieg ich denn Schaden, wenn ich einen perfekten Block mach? Ach, come on. Was soll das? Soll ich dich mal wirklich anzünden? Hier. Brenne. Mein Guter, brenne. Hier, jetzt brennst du wirklich. Jetzt hast du einen Grund, in Panik zu sein. Jetzt kannst du wirklich mal in Panik sein. Sein. Ich dachte, okay, vielleicht haben sie ja im Tutorial aus Spaßgründen, um die Spieler so ein bisschen rein zu pranken, ein bisschen Kacke gemacht. Ein bisschen einen Scheiß. So ein bisschen mit zu große Hitbox beim Grab, viel zu große Hitbox beim Grab. Ah, komm, dann fällt vielleicht der andere Scheiß, den wir gemacht haben, nicht so sehr auf. Schon okay. Und dann kommt ein Gegner, der macht dir Schaden, auch wenn du ihn perfekt blockst. Und dann sagt mir nochmal einer, ich soll nicht ausweichen. Ach, YouTube.
Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Vielen Dank. Ich hatte jetzt tatsächlich Spaß. Ich hatte Spaß bis hierhin. Bis zu diesem Punkt war es wieder richtig cool. Habe ich gedacht, okay, sie haben sich gefangen. Sie haben... Das war im Intro einfach ein bisschen scheiße. Jetzt wird's geil. Nee. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.